Komm's leiteln, ratsch, zeig zum, weil sie's nur a einzige, wird immer ham. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von YoFiGuru. Mein Name ist Johannes Hinterberger und ich habe heute auch wieder Gäste eingeladen. Und heute geht es um das Thema Sendungsmacher und Sendungsmacherinnen. Und das Allerschönste ist, bei uns stellen sich die Gäste ja immer selbst vor, weil wir ja nicht wollen, dass ihr von uns vorgegeben bekommt, was andere über meine Gäste halten sollen. Also wenn jemand das hier in dieser Sendung verbockt, ihr wisst das, dann sind das die Gäste selbst. Deshalb möchte ich gleich mal mit meinem Gast zu meiner Linken beginnen. Ja? Stell dich bitte mal kurz vor. Wer bist du und warum bist du hier? Ja, mein Name ist Peter Ghost. Man erkennt an meinem Outfit, dass ich eindeutig ein Astronaut bin. Und warum bin ich hier? Ich glaube, der Jofi, der hat mich mal angeschrieben und hat gesagt, er findet mich so interessant, dass ich unbedingt in seine Sendung kommen soll. War das jetzt die falsche Antwort? Na, ganz und gar nicht. Ich denke, das war eine sehr, sehr schöne Antwort. Denn, und das ist das Schönste an diesem Ganzen, alle sind ja völlig freiwillig hier. Niemand wird hier bezahlt und zu trinken bekommt auch niemand etwas. Aber man muss jetzt ganz ehrlich sagen, es hätte schon was zum Trinken gegeben, wenn wir jetzt nicht nur so schnell an so einen Stress gehabt hätten. Ja, und ganz drüben, also ich muss da bei dir beim Raum Anzug ein bisschen vorbeischauen, genau, ist Dejan. Ja. Dejan, wenn du dich auch bitte kurz vorstellst. Ja, mein Name ist Dejan Klitschkutsch, ich bin auch ein Sendungsmacher. Gemeinsam mit elf weiteren Personen haben wir die The Throwback Saturday Show gegründet, die hier auf FS1 einmal im Monat gespielt wird. Und warum bin ich hier? Ja, genau, der Johannes hat mich angeschrieben und habe gesagt, ja klar komme ich, denn Noah, der Moderator der Sendung, hätte auch mitkommen sollen, hat es aber leider nicht mehr rechtzeitig geschafft und entschuldigt sich auch dafür, der schaut aber brav zu. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wird prinzipiell bei uns überhaupt nicht entschuldigt. Also wenn man einfach dann nicht kommt, das wird gar nicht, na Blödsinn, das war ein Scherz. Natürlich wird sowas entschuldigt, manchmal kann man kommen, manches Mal kann man nicht kommen, das ist halt eben so. Trotz alledem habe ich euch ja gebeten, dass ihr so lieb seid und mir ein paar Videos zuschickt und ich möchte gerne eines dieser Videos sofort zeigen. Die Regie hat uns gerade gezeigt, sie hätte etwas zu trinken für uns. Ja, bitte, wir zeigen jetzt einen Beitrag und wenn du so lieb bist und uns dann nachher servierst, das wäre ganz lieb. Wo bin ich stehen geblieben? Ah, Beitrag, genau. Ich möchte gerne mit, hast du deinen Namen jetzt überhaupt gesagt beim Vorstellen? Doch schon, Dejan Klitschkutsch, oder? Ich denke, du schon. Hast du ihn ich gesagt? Ich habe gesagt, ich bin Peter Ghost und man sieht an meinem Outfit, dass ich Astronaut bin. Ja, gut. Das ist sehr, sehr gut, denn diesen ersten Einspieler, den wir haben, den habe ich für dich vorbereitet. Und ich muss auch gleich sagen, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an Peter Ghost, der mir das Material heimlich zugespielt hat. Peter Ghost, beghostet. Beghostet, ja. Du kannst gerne ein bisschen dazu erzählen, was sehen wir hier? Ja, das sind Fotos von Auftritten mit meinem Kinderprogramm, denn als Astronaut mache ich populärwissenschaftliche Programme für Kinder und versuche bei denen ein bisschen das Interesse für Astronomie und Raumfahrt und so weiter zu wecken. Ich habe jetzt auch noch ein neues Programm, was ich aber noch nicht groß aufgeführt habe, da geht es halt um Toleranz, um Multikulti und so weiter. Ja, aber das sind hier so ein kleiner Querschnitt verschiedener Programme und man sieht halt das Publikum immer Kinder. Kinder sind ein dankbares Publikum, aber sind auch ein strenges Publikum. Ja. Ja, die verzeihen einem keine Fehler und vor allen Dingen, ich mache ja im Anschluss immer eine Fragerunde, wo mich die Kinder mit Fragen löchern können. Ja. Und das sind also wirklich Fragen, da merkt man, dass die Kinder voll im Stoff stehen. Die lassen sich nicht mit irgendwelchen Larifari-Antworten da abspeisen, ja, sondern man muss denen wirklich Rede und Antwort stehen. Genau das, ja, ist es, du nimmst mir sofort aus dem Mund. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier noch geht, was ich noch alles erzählen soll. Ja, du hast noch 2 Minuten. Ich habe noch 2 Minuten. Ja, natürlich, natürlich. Okay, also dann kann ich sagen, dieses Programm handelt im Prinzip davon, wie ich mit Benny, dem Knuddelmonster, gemeinsam zum Mars geflogen war. Benny hat dann nämlich meinen Piloten ersetzt. Und das ist so, dieser Benny, das Knuddelmonster, ist so dieser Sympathieträger von dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und
Eigentlich hängen die Kinder sympathisieren die Kinder viel mehr mit Benny als mit mir. Ich bin dann bloß derjenige, der die ganze Geschichte vermittelt. Und ich schaffe es also auf dieser Weise, den Kindern ein paar Informationen zu geben, beziehungsweise ich schaffe es den Kindern beizubringen, dass sie voneinander lernen. Wenn ich zum Beispiel frage, welche Sternbilder kennt ihr, dann ist immer irgendein Kind, was irgendein Sternbild kennt. Und die anderen Kinder hören das natürlich dann mit, wenn jetzt jemand sagt, der Stier, oder wenn jemand sagt, der große Wagen kommt übrigens immer. Ja, ja. Die anderen Kinder hören das und nehmen das dann dadurch natürlich ein bisschen auf. Oder wenn ich sie nach dem Planeten frage und dann auch hier diese Eselsbrücken denen beibringe, mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel, solche Sachen. Geht es also darum, dass die Kinder nicht nur eine lustige Geschichte hören, sondern dass sie bei dieser Geschichte von hinten durch die Brust ins Auge, wie man so schön sagt, auch noch Informationen mitbekommen, ohne dass sie es merken. Die gehen aus der ganzen Veranstaltung klüger raus, als sie reingegangen sind. Ja. Dass also wirklich auch der pädagogische Aspekt da ist und gerade heutzutage in einer Zeit, wo ja die Flat Earther wieder Hochkonjunktur haben, denke ich mal, ist es verdammt wichtig, dass man also auch schon bei den Kindern anfängt und denen die Basics über unser Sonnensystem bzw. über unsere Welt, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, wenn ich da einfach mal Goethe zitieren darf, dass man denen da die Basics entsprechend vermittelt. Ja, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen kleinen, dicht gedrängten Einblick. Ich denke, du hast das noch nie so dicht gedrängt gemacht. Nee. Stimmt das? Nee, das ist so wie eine Schnellraterunde bei uns. Wir machen das immer so, dass wir so eine Art Schnellraterunde über das eigene Selbst machen. Aber jetzt, Dejan, bist du dran. Wir haben auch für dich etwas gemacht und zwar haben wir zusammengeschnitten. Hier wird aber auch viel gesprochen, deshalb möchte ich dich bitten, dass du trotzdem mitsprichst. Ach, verdammt, ich habe geglaubt, ich muss wieder. Ja, hier sehen wir, wie wir, ich glaube, das war die erste, zweite Sendung, die wir gedreht haben, da haben wir ein Spiel gespielt. Das Ganze funktioniert bei uns so, dass wir ein Produzententeam haben, die versammeln sich gut 2 bis 3 Wochen vor der Sendung. Wir gehen dann alles durch, entwerfen Spiele oder suchen Spiele aus, Themen und dann kommen halt dabei solche Sachen heraus. Ja, was wurde denn da gegessen? Ich habe ja das gesehen, ich habe köstlich mitgelacht, aber ich habe nicht genau gewusst, was hier vorher gegessen wurde. Das war in meinem Mitschnitt jetzt nicht dabei. Das waren Marshmallows. Das waren Marshmallows. Ja, genau, das waren Marshmallows. Und ich habe das in der Probesendung, das haben wir kurz davor geprobt, da habe ich mitgemacht. Und mir war dann wirklich danach übelst. Ich habe dann, war nicht schön, deshalb Respekt, dass die das wirklich durchgezogen haben. Ja, jetzt habe ich gleich noch eine Frage dazu. Wie schaut es denn aus, wenn man jetzt zum Beispiel, du kennst ja diese Schwedenbomben. Darf man noch Schwedenbomben sagen? Früher hat man Negerküsse gesagt, das darf man ja jetzt nicht mehr sagen. Diese Schwedenbomben, kennst du die? Ja. Wie viele kannst du davon essen? Ich kann das nicht so gut vertragen. Ich bin da nicht so. Mir wird da ziemlich schnell schlecht oder übel. Ich schreibe zwar nicht, aber mir wird einfach schlecht. Aha, ich verstehe. Und das kommt dann halt auch nicht auf. Wie ist das jetzt mit dieser Spiellust? Wird das in jeder Sendung gemacht oder ist das ähnlich wie bei mir in meiner Sendung, dass es immer anders ist, so wie es kommt. Ja, wir haben eine gewisse Struktur. Ja, das haben wir nicht. Wir haben schon und es gibt auch in jeder Sendung dementsprechend ein Spiel. Wenn uns mal was nicht einfällt oder wenn wir sagen, gut, jetzt ist langweilig, dann ändern wir das natürlich. Aber dabei sind wir jetzt, glaube ich, nächste Sendung in den Wochen und dann werden wir natürlich wieder ein Spiel. Ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Ich habe ein Mail bekommen, dass ich kommen soll. Was wird gespielt? Das darf ich noch nicht verraten. Aha, das ist eine Überraschung. Das okay. Darf ich noch nicht verraten. Na, ich werd das annehmen als Überraschung. Mal schauen, was da rauskommt. Das ist sicher total spannend. Wir haben ja hier den Noah, genau, der moderiert die Sendung. Genau. Ein hervorragender Moderator, muss ich hier an dieser Stelle sagen. Ja. Ich bin wirklich froh, dass ich ihn ausgewählt habe und dass er sich auch dazu bereit erklärt hat, Moderator zu sein. Falls ihr Fragen, Wünsche, wie lange Tipps, macht ihr jetzt die Sendung ungefähr schon? Die Sendung dann könnt ist, ihr uns unter dieser E-Mail-Adresse office.frowell@gmail.com 4 Monate, 5 Monate, ich glaube, ihr könnt uns aber auch gerne on-air gegangen. Fotos oder vorbereiten, Videos damals allerdings schon seit dem November letzten Jahres. Ja, und sie heißt The Throwback Saturday Show. Genau. Ja, und ihr habt auch einen Preis gewonnen, stimmt das? Wir haben auch einen Preis gewonnen, genau.
Und zwar der, das war der, das waren die Sendungsmacherinnen und die Aufsteiger des Jahres. Ihr seid ja die Sendungsmacher. Ach so, ihr ja, genau. Stimmt, wir haben, Moment, ich muss mich ja auch kurz dazuschalten. Ja, wir haben auch einen Preis gewonnen, aber heute soll es ja nicht um uns gehen, sondern um euch und allen anderen, die mitmachen wollen. Denn ich möchte nur ganz kurz, also, vielen Dank mal, ich möchte nur ganz kurz dazwischen sagen, dass man bei uns auch anrufen kann. Und zwar macht ihr das am besten mit Mimocall. Das geht ganz einfach. Ihr geht auf http://vcall.joffi.guru und ihr braucht dazu einfach nur entweder Android oder Linux oder PC oder Mac, also Windows oder Linux, so muss ich sagen, und den Google Chrome Browser. Wenn ihr das mit dieser URL aufruft, dann könnt ihr euch via Videochat zu uns in die Sendung hineinwählen. Das Tolle daran ist, wenn ihr das macht, dann kommt ihr direkt, unmittelbar, ganz live zu uns in die Sendung. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich genau noch sagen wollte. Ja, ich blende einfach jetzt nochmal diese tolle Bauchbinde ein. Rede mit vcall.joffi.guru. Ja, eine Frage an euch. Kennt ihr POC? Nee. Okay, super. Das werden wir dann später auch noch spielen. Wir haben ja heute eine Live-Performance auch bei uns in der Sendung. Aber später, da werden wir ein bisschen später was darüber verraten, so ungefähr in 15 Minuten, würde ich mal sagen. Aber jetzt gleich mal die Frage, die erste Frage an euch von meiner Seite. Warum macht ihr das, was ihr macht? Warum macht ihr das? Also ich meine jetzt so Community, TV, Live-Performances. Warum macht ihr das? Also bei mir ist es so, dass ich schon immer als Rampensau bezeichnet wurde, wirklich mit diesen Worten. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das wurde mir mal irgendwann gesagt, du bist eine Rampensau. Ich habe vor Jahren Musik gemacht, war mit einem eigenen Programm deutschlandweit unterwegs. Und dann hatte sich das hier irgendwann, jetzt müssen wir erstmal hier. Ja, das ist eine gute Idee mit Wasser. Dankeschön. Und dann hatte sich irgendwann das ergeben, weil ich ja auch einen Verlag habe, gibt es einen Roman in meinem Verlag, der heißt Apollo 22. Mhm. Und einfach um dieses Buch zu promoten und da ich ja selber auch so ein Science-Fiction-Fan bin, ich bin also damals mit Raumschiff Enterprise aufgewachsen. Samstagabend lief immer Raumschiff Enterprise im ZDF. Ja, ich habe Westfernsehen geguckt. Ich gebe es zu. Du bist wahrscheinlich deshalb so, wie du bist, weil du es getan hast. Das mag durchaus sein. Ja, also wie gesagt, ich bin so ein totaler Science-Fiction-Fan. Und da hatte sich das dann irgendwann ergeben. Es war ein Kinderliedermacher vor ein paar Jahren, der mich mal gefragt hat, Mensch Carsten, ich brauche Geschichten von einem Bären. Ja. Okay, schreibe ich dir Bärengeschichten. Natürlich habe ich dann die Apollo 22 Geschichte adaptiert. Und dann ist dieser Kinderliedermacher leider überraschend verstorben. Oh. Ja, und die Produktionsfirma hat dann gesagt, okay, wir wollten daraus ein Hörbuch machen. Lieber Carsten, wir machen es mit dir, aber du musst eine andere Figur kreieren. Ja, dann habe ich halt Benny das Knuddelmonster gemacht. Mhm. Und um auch dieses Hörbuch weiter zu promoten, gehe ich jetzt halt eben an Schulen und erzähle dann die Geschichte. Ich verstehe. Das ist ganz toll. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit heimlich diesen Verlag geöffnet, weil ich muss auch gleich dazu sagen, ich möchte dir persönlich dafür danken, dass du auch uns die Rechte eingeräumt hast, dass wir heute das auch alles zeigen dürfen, ja, weil du hast ja urheberrechtlich geschütztes Material mitgebracht und uns die Erlaubnis gegeben, dass wir das auch zeigen dürfen. Deshalb nur ganz kurz, ich möchte nur zeigen, wir haben ja hier diese Verlagsseite und da können die Leute dann auch alle Informationen runterladen. Im Prinzip ja, und demnächst wird es da auch noch eine Unterseite über Peter Ghost geben. Ah, fein, super. Das heißt also im Outfit sozusagen, also im Astronauten-Outfit und mit all den netten Zeichnungen. Naja, mit all den netten Zeichnungen nicht, denn man muss ja, oder man sollte ja dem Programm nicht vorweggreifen.
Man muss ja so eine gewisse Spannung auch aufbauen, sonst sagen sich die Leute, wir brauchen den Mann nicht mehr einzuladen. Wir gucken uns das im Internet an. Ja, das ist klar, das ist klar. Na, also wir zeigen heute ja auch nicht alles, bei Weitem nicht alles. Aber du bist dann so lieb und nimmst 5 Minuten aus deinem Programm ungefähr heraus und zeigst uns auch ein bisschen was davon. Natürlich. Weil im Rahmen der Kunst muss man ja auch zeigen, was denn dann da ist. Und dann können die Zuseher und Zuseherinnen dann ja auch weiterschauen. Ich sag's mal so. Absichtlich werben tun wir nicht, weil das dürfen wir hier auf diesem Sender gar nicht und wollen wir auch gar nicht. Dejan, jetzt zu dir die Frage. Ich möchte genau dieselbe Frage nochmal an dich weiterleiten. Warum tut ihr das, was ihr tut, oder warum tust du das, was du tust, und warum machst du es so gerne? Naja, zum einen sind wir Schüler der HTL Salzburg im Bereich Multimedia und da ist es halt Alltag einfach mit technischen Sachen im Bereich Multimedia eben zu arbeiten. Und wie gesagt, letztes Jahr im November haben wir das Ganze gestartet. Angefangen mit 3, 4 Personen und dann haben wir das Ganze erweitert bis auf, wir sind bei 12 Personen mittlerweile, 11, 12 Personen. Und zum anderen halt einfach, weil wir dieses Teilgebiet wirklich gern haben, Fernsehen. Wir haben es gern, wir lieben es zu produzieren, wir sind auch, wir investieren wirklich viel, viel Freizeit. Ja, wir investieren wirklich viel Freizeit in diese Sendung und deshalb denke ich halt einfach, dass es einer dieser Gründe, das ist dieser Grund, warum wir das so gern machen. Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich spreche heute sehr, sehr wenig über mich, weil, ja, wie soll ich sagen, es einfach keinen Sinn gibt, da jetzt von mir viel zu erzählen. Aber mir ist es sehr, 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 sehr wichtig, dass wir auch das zeigen oder ein paar Bilder noch dazu zeigen, von dem du jetzt gesprochen hast. Denn wir haben ja auch hier auf der Webseite von euch, beziehungsweise nicht auf der Webseite, sondern auf der Seite Instagram-Seite, genau, die habe ich hier. Ihr habt eine Instagram-Seite, habt ihr auch ein Facebook-Profil? Wir haben Facebook, Twitter, alles, ja. Ah, da müsst ihr mir dann nachher für später noch die Website, die Facebook-Seite geben, denn ich habe sie auf die Schnelle zuerst nicht gefunden, mir wurde sie nicht angezeigt. Aber hier, schauen wir schnell in das Instagram-Profil ein bisschen hinein, denn ihr seid sehr aktiv. Also ihr schreibt sehr schöne Nachrichten. Ihr bemüht euch sehr, ihr nutzt immer wieder dieselben Designelemente, um das zu zeigen. Also ich denke, da kommt die HTL ein bisschen durch, also die Design-HTL. Ja, ja, klar, wir haben auch einen Grafiker, auf jeden Fall durch. Wenn ich jetzt ganz kritisch wäre, dann würde ich sagen, ja, dürft ruhig noch ein bisschen mit mehr Weißraum spielen. Ja, ich weiß nicht, ob das die Lehrer so sagen oder die Professoren, aber ihr könnt gerne ein bisschen mit mir Weißraum spielen, aber das ist wunderschön. Mir gefällt sehr, 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 sehr gut. Warum habt ihr erst 17 gefällt mir? Gute Frage. Sofort ändern. Super. Ändern. Na, eigentlich muss ich sagen, warum habe ich noch nicht geliked? Also das wäre die richtige Frage. Genau, warum hast du noch nicht geliked? Ja, na, also ihr... Warum wir nur 17 haben, ich weiß es nicht. Ich persönlich lege auch nicht wirklich viel Wert darauf, um ehrlich zu sein. Social Media ist wichtig, ich weiß. Mhm. Aber ich denke, dass jetzt einfach mal die Sendung im Vordergrund ist. Ja? Die Sendung steht im Vordergrund. Wir wollen schon, dass die relativ perfekt ist. Perfekt kann es nie sein, aber so gut wie perfekt. Dass sie auch technisch astrein ist, dass wirklich alles abläuft, wie man es auch vorher plant. Was auch zugegeben noch nicht so ist. Es ist besser geworden im Vergleich zur ersten, zweiten Sendung, aber es ist noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Und der Noah zum Beispiel und Max, es gibt viele, viele Leute. Das Schöne an dieser Sendung bei euch ist, dass sie sehr bunt ist. Also irgendwie ist sie so bunt wie auch diese. Die Frage, die ich jetzt zu diesem Sendungskonzept habe, ist, es gibt ja immer andere Aufreißerthemen. Also es gibt immer so ein Sendungsthema irgendwie. Ich habe da vorhin gerade ein Bild gesehen auf Instagram, und zwar war das von dieser Politik. Angehauchten Sendung, genau. Ich sag mal so. Es ging unter anderem auch um das Kopftuchverbot. Ja? Und da habe ich jetzt gleich eine Frage an dich. Glaubst du, dass früher oder später in Bayern aufgrund von diesem Kopftuchverbot, das eventuell kommen könnte, oder jetzt auch wegen diesem Burka-Verbot, dass in Bayern der Vermummungstourismus dadurch stärker werden wird?
bin kein Politiker, aber ich würde jetzt. Das war jetzt auch keine so ernst gemeinte Frage. Ich wollte einfach nur wissen, na, ich wollte eine Kunstperformance machen und wollte gerne mit sehr, sehr vielen Mädchen nach Bayern fahren. Ja. Und nach der Grenze sollten sich alle dann vermummen. Und wenn dann jemand fragt, dann sollten sie sagen, ja, wir machen hier, wir sind Vermummungstouristen. Und wenn wir dann dort sind, um uns zu vermummen, dann geht das, weil in Österreich geht es ja nicht. Genau, in Österreich geht es nicht. Ja, ich persönlich, ich sage jetzt, so wie ich es halt wirklich denke, ich habe nichts dagegen. Ja. Mhm. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die sagen, ja, mir gefällt es halt nicht so gut. Aber die Medien haben wirklich viel dazu beigetragen. Ja. Die Medien, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber die großen Medien, wenn die halt fälschlicherweise Aussagen treffen, falsche Aussagen treffen, ja, wenn man sagt Terrorist, an wen denkt man denn gleich? Ja, ich denke da sofort an die Bayern. Aber das ist wieder was anderes. Aber das hat dann eher mit Tourist zu tun, wobei mir manches Mal der Unterschied wirklich schwerfällt. Ja. Also zwischen Terrorist und Tourist, das kommt immer ganz darauf an, welche Betrachtungsperspektive man dann hat. Es ist sowieso schwierig zu sagen, wer ist Terrorist und wer ist kein Terrorist, denn alle kämpfen ja für irgendwas und in dem Sinn ist halt die Perspektive, was für die einen die Terroristen sind, sind dann die anderen Terroristen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich denke, das ist eine Sache der Betrachtungsperspektive und des Kampfes und der Definition von, wer der darf definieren, was ist gut und was ist böse. Darf ich einfach mal eine Zwischenfrage stellen? Aber selbst natürlich, sowieso. Gut, okay, ich meine, ich bin ja nun aus Deutschland und ich weiß, mich würde eigentlich mal interessieren, wie viele Burka-Trägerinnen hat man hier in Österreich gesehen vor dem Burka-Verbot? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt tausendmal mehr homosexuelle Menschen. Ja, mindestens. Die hat man ja nun inzwischen Gott sei Dank anerkannt. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Ich glaube, es gibt tausendmal mehr homosexuelle Persönlichkeiten, ja, wie Burka-Trägerinnen. Ich verstehe dich schon. Ich wollte jetzt eigentlich auf ganz was anderes raus. Das Problem ist ja, wenn es ein Problem sein soll, für mich ist das kein Problem. Ich wollte auf was ganz anderes raus, nämlich in meiner Heimatstadt Dessau gibt es ja auch diese Fraktion, die sofort immer ganz groß gegen die verhüllten Frauen und so weiter. Am liebsten sollen die Frauen alle bloß mit Bikini rumrennen. Ja. Ist ja überhaupt nicht sexistisch, nein. Es gibt auch sehr viele, da würde ich sie gar nicht im Bikini sehen wollen. Also das war jetzt schon wieder... Na, was soll ich denn sagen drauf? Das ist, verstehst du, was ich meine? Das eine ist, dass das ist irgendein zwanghafter Versuch, einen hegemonischen Diskurs in die Welt zu setzen. Und dann fallen alle drauf rein und quatscheln mit. Ja, das Problem ist doch, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wenn ich mich in Dessau umgucke, ich sehe also massenhaft Burka-Träger, nämlich konkret nicht eine einzige bisher. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt in Dessau eine Frau, die mit einer Niqab rumrennt, also das ist dann die hier mit dem Tatort-Augen-Trailer, ja. Mhm. Aber ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass das im Rest von Deutschland genauso aussieht und in Österreich wahrscheinlich auch. Das heißt, dieses ganze Rumgequatsche zum Thema Vermummungsverbot. Ich meine, erstens sollen doch die Leute sich vermummen, so viel sie wollen, wenn sie sich damit wohlfühlen. Bitteschön, deren Problem. Oder deren Sache, ob das ein Problem ist, die fühlen sich damit wohl. Gut, also haben sie kein Problem. Und wenn sie, wenn es irgendjemanden stört, dann guckt doch nicht hin. Ich meine, was soll's denn? Ob ich da nun zu einer Frau gucke und mich daran aufrege, oder wenn ich solche Kommentare lese, am liebsten würde ich ihr den Fetzen vom Kopf reißen. Ja, warum? Warum? Ich meine, die Frau fühlt sich damit wohl oder auch nicht, aber das ist ihre Entscheidung, damit rumzulaufen und hier das Recht in die eigene Hand zu nehmen und den Fetzen hier auf runterzureißen. Das ist einfach dann schon wieder Anarchie und das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen und was die Leute, die die Fetzen gerne runterreißen würden, angeblich auch nicht wollen, sagen wir es mal so. Ja? Insofern finde ich diese ganze Diskussion sehr populistisch, sehr geschickt aufgebaut, das muss man den Populisten lassen. Sie haben es geschafft, da jetzt wirklich ein ganzes Volk zu bewegen und nicht bloß ein Volk, also nicht bloß Deutschland, sondern bei euch ist es ja genauso. Ja. Aber es ist eine Sache, die eigentlich an den Themen und an den Problemen
total vorbeiführt. Es ist reine Stimmungsmache. Wenn man jetzt 36.000 Kilometer, nein, sind immer 360.000 Kilometer von diesem Erdball weggeht, was sieht man? 360.000 Kilometer. Was sieht man? Du siehst eigentlich von der Entfernung nur einen Punkt von der Erde. Ja? Und der Mond ist ja. Nee, Moment, der Mond ist 400, jetzt war ich gerade, genau, 360.000, du warst jetzt, Mondentfernung hast du jetzt ungefähr, gesagt. Ungefähr, ja. Genau. Du siehst den blauen Planeten. Es gibt ja dieses schöne Foto von Apollo 10, Earth Rising, findet man im Internet, wenn man das einfach mal googelt. Man sieht den blauen Planeten, man sieht die Wolken und man sieht eigentlich etwas nicht, und das ist viel entscheidender. Man sieht keine Grenzen, man sieht keine Länder, man sieht keine Nationen, man sieht keine Religionen, man sieht keine... Ja, ich habe schnell reingeworfen. Genau. Der Zoom funktioniert heute irgendwie nicht. Frag mich nicht, warum, aber ich habe irgendwie... Ja, so geht das schon. Ja. Wir danken übrigens der NASA für dieses Bild. Dieses Bild ist zufälligerweise entstanden im Rahmen dieses Kunstprojektes Yo Figuro. Ist das im Rahmen von einer Google-Suche hier gekommen? Uns geht es nicht darum, dieses Bild für die Sendung zu nutzen. Ich muss es nur aus rechtlichen Gründen dazu sagen. Für uns geht es nicht darum, dieses Bild zu nutzen, sondern es war zufällig diese durch... Diese Bilder sind frei. Dann kann ich die Klappe halten. Erzähl weiter. Ja, NASA hat das also alles zum Glück unter CC gesetzt, ja. Naja, aber wenn unsere Zuschauer jetzt diesen blauen Planeten sich anschauen, die Wolken, die Meere, wo sind dort die Ländergrenzen, wo sind dort die Religionen, wo sind dort die Hautfarben, wo sind dort die Rassen? Alles Käse. Die Erde ist unsere Heimat. Ja, und die Erde ist rund. Schön, eigentlich schön, wenn wir Menschen sie nicht so hässlich machen würden. Ja, wie können wir diese Grenzen im Kopf loswerden? Was denkt ihr? Mach du erst mal. Wie können wir die Grenzen im Kopf loswerden? Ach Gott, schwierige Frage. Ich glaube, es liegt auch einfach ein bisschen an... Es ist nicht genug Kommunikation. Wir wissen ja nicht wirklich viel von diesen Menschen, die diese Burkas tragen. Ja, wir wissen ja nicht wirklich. Wir wissen, dass sie eine Religion haben. Wir wissen, dass sie das tragen müssen, mehr oder weniger. Aber wir haben nie wirklich mit ihnen kommuniziert. Ich habe nicht wirklich jemanden bis einen Österreicher, einen Deutschen, egal wen, getroffen, der gesagt hat, ja, ich habe mal mit jemandem geredet, der eine Burka trägt. Mit einer Frau. Wir wissen nicht, um was es da genau geht. Also ich bin nicht gut genug informiert, um da auch jetzt drüber zu schimpfen oder zu sagen, ja, wow, das ist toll. Wir müssen einfach mehr kommunizieren, wir müssen mehr reden, wir müssen mehr drüber reden, um einfach mehr zu erfahren. Ja, und die Grenzen? Wie werden wir sie los? Was können wir da tun? Darf ich antworten? Ja, natürlich. Jeder darf antworten. Naja, ich weiß jetzt immer nicht, das weiß nicht, ob ich das schon dazu gesagt habe, aber es gibt hier keine Zensur. Man kann auch alles sagen, was man will. Also abgesehen davon ist es live, bis wir den Stecker gezogen haben, ist es ja gesagt. Bin doch nicht so unhöflich und will ihm hier ins Wort quatschen. Nee, so, ja, wie wird man die Grenzen los? Im Prinzip, leider habe ich jetzt deinen Vornamen schon vergessen. Dejan. Dejan hat schon das Richtige gesagt. Man muss mit den anderen reden. Ob man jetzt mit einem Burka-Träger redet. Ich meine, mangels Burka-Trägerinnen ist es eh ein bisschen schwierig. Aber ich persönlich habe also eine ganze Menge Kontakt auch zu Geflüchteten. Ich war über lange Zeit in der Flüchtlingshilfe in Dessau aktiv, habe dort die Spendenstelle mit entsprechenden Spenden versorgt. Mhm. Ich denke mal, so 2/3 der Spenden waren während meiner aktiven Zeit von irgendwie über meine Aktionen gekommen. Auch da ist es genau wieder dasselbe, was ich auch schon bei dem populärwissenschaftlichen Programm über die Raumfahrt und über die Astronomie gesagt habe. Man muss auch bei den
bei den Kindern anfangen. Ich weiß nicht, darf ich das Ding mal so in die Kamera halten? Ich denke schon, dass es darf. Es ist auch kostenlos, es ist kein kommerzielles Projekt. Sondern, das muss es sowieso sein, sonst dürfen wir es sowieso nicht sein. Also das ist eine CD, die mit, ein Hörbuch-CD, die mit Fördermitteln entstanden ist. Weißt du was, ich mache dich mal groß, weil mach dann, groß. Moment, ihr wisst ja, ich schalte ja, darum ist die Bildgestaltung so irre. Groß. Moment, ich muss dich jetzt richtig drücken, jetzt bin ich aus dem Konzept, hier bist du. Ja. Genau. Aha, hier, so, genau. Diese CD, dieses Hörbuch heißt Hasse ohne mich. Der Protagonist ist natürlich auch wieder dieses kleine Knuddelmonsterchen namens Benny. Mhm. Ja, und der ist ja nun in meinem Universum nach seiner Landung auf der Erde, nach seiner Rückkehr vom Mars, ist er total berühmt und alle Kinder wollen ihn gerne an ihre Schulen einladen und er soll von seinem Marsflug berichten. Und da erzählt er dann plötzlich, oder da bekommt also er dann plötzlich mit, dass ein Mädchen, die Shirin, hier ist er, dass die also, ein bisschen gemobbt wird, um nicht zu sagen ganz stark gemobbt wird. Ja, und er interveniert dann da und schafft es, auch wieder von hinten durch die Brust ins Auge, dieses Mädel in das Klassenkollektiv zu integrieren. Und da ist es eben auch schon notwendig. Natürlich werden die Eltern zu Hause dann wieder sagen, hör mir auf mit diesen Kanaken. Ja, ist leider so, ja. Aber wo will man sonst anfangen? An die Eltern kommt man nicht ran. Die haben ihre Vorurteile, die darf man nicht mit Fakten verwirren. Also macht man dann solche Sachen wie eben dieses Hörbuch, die Zuseher und Zuseherinnen hören jetzt, also ich habe ja hier jetzt im Studio die Monitorbox nicht drinnen, für diesen Teil, das ist vom Computer jetzt. Ah ja. Nur ganz kurz von YouTube, ganz kurz reingeschaut, damit man auch sieht, dass auch ein bisschen davon etwas auf YouTube zu sehen ist. Und wenn man sich ein bisschen mehr Gelüste holen will, um mehr zu erfahren, um mehr zu reinzukommen, das kann man sich dann hier nochmal genauer reinschauen oder nochmal anschauen, ja, so heißt das, ja. Ich habe das jetzt einfach schnell über YouTube gemacht, weil ich habe zwar eine Datei gehabt davon, aber ich konnte sie jetzt nicht auf die Schnelle einbauen. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir das schnell so. Aber jetzt gehe ich wieder sofort zu dir zurück und bitte sprich weiter. Oh, ich soll weitersprechen. Ja. Sie hast mich schon wieder total rausgebracht eigentlich. Aber eigentlich habe ich alles gesagt. Das ist meine Aufgabe. Man muss meiner Meinung nach schon bei dem Nachwuchs anfangen, schon bei den Kindern anfangen. Ja. Denn diese ganzen Vorurteile, die haben eigentlich die Kinder nicht. Man findet bei Facebook immer wieder diese Texttafel. Früher war es egal, als Kind war es egal, welche Hautfarbe du hattest. Die einzige Frage, die uns interessiert hat, war, spielst du mit oder nicht? Ja, und genau das war bei uns auch so früher. Und genau das ist es. Und also ich habe inzwischen sehr viele Freunde, auch unter den Geflüchteten. Und ich besuche die auch regelmäßig. Und wenn man dann nochmal auf das Thema hier mit der Verschleierung und so zurückkommen. Ich hatte neulich erst mit der einen Familie gesprochen. Die Frau trägt ihr Kopftuch. Die Tochter ist noch nicht in dem Alter und der Vater sagt doch, nö, von mir aus muss es nicht tragen, wenn sie dann in dem Alter ist. Und er hat mir gesagt, also vor etwa 50 Jahren war das mit dem Kopftuch eigentlich überhaupt keine Frage. Man war dort auch in den muslimisch geprägten Ländern sehr liberal. Das fing dann erst an mit der Revolution im Iran, dass die dann plötzlich dieses Kopftuch wieder eingeführt haben. Ja, und da hat dann Saudi-Arabien sich das abgeguckt. Saudi-Arabien ist ja nur das große Vorbild für alle muslimischen Länder. Und von da hat man dann auch wieder gedacht, ja, wenn das Saudi-Arabien macht, dann müssen wir das auch machen. Eigentlich ist es nur vorauseilender Gehorsam. Ich habe den Koran nicht gelesen, aber im Koran steht wohl angeblich darüber nichts drin. Ich glaube es einfach mal so. Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß das jetzt auch nicht ganz auswendig, was da drinnen steht. Aber vielleicht ist es ja so, dass Dejan genau weiß, was da drin steht. Oder anders, wenn du das nicht beantworten willst, dann bitte antworte auf die andere Frage. Danke, dass du darauf trotzdem geantwortet hast. Na, dann beantworte du bitte die Frage, wie schaut das jetzt aus, wenn man diese Grenzen im Kopf loswerden möchte?
Ich bin immer noch bei diesem Punkt. Deswegen sind wir auch auf dieser Diskurswelle gerade. Dieses auch mit Kopftuch und Burka, Verschleierung, Historie dazu. Wie war das bei dir als Kind? Also wir hatten vom Kindsein gesprochen. Wir haben ja immer nur gesagt, ja, wer bist du? Komm, mach mit. Ja, wie war das bei dir? War das auch so? Auch so, ja. Bei mir war es gerade auch noch so. Da gab es keine Kanaken, da gab es keine Albaner, da gab es, was weiß ich, Özdemir, Angela, was weiß ich, Ezra, ist egal. Da hat man wirklich nicht auf die Nationalität geachtet, da hat man nicht, ich habe zwar nie mit dunkelhäutigen Menschen oder stark pigmentierten Menschen, wie man es ja heute sagt, gespielt, weil nie welche in meiner Umgebung waren. Aber man hat einfach nicht darauf geachtet. Ja. Und meine Eltern haben auch nicht darauf geachtet. Ja. Sie wollten das Einzige, was sie wollten, ist, dass ich in einem guten Umfeld bin. Aber der Rest ist egal. Da scheißt man einfach drauf. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Eine Frage dazu. Wann bist du zum... Moment, da kommt jetzt... das darf nicht sein. Das war YouTube. Entschuldigung. Lass mal es bei Google. Okay. Was ich wissen wollte, ist, willst du wieder mal Kind sein? Ja, oder ist für dich das Kind sein jetzt völlig schon, vorbei? Nein, doch schon, das hat schon Spaß gemacht. Doch, es wäre schon mal nett. Eins nicht lange. Das mit dem angedrohten Spiel. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 16. Achso, bei dir ist das Kindsein ja noch nicht so lange vorbei. Nein, aber 16. Bei mir ist es schon sehr, sehr lange vorbei. Und wenn wir Peter Ghost schon hier haben, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich schon gerne wieder mal das Gefühl, Kind zu sein. Er macht ja Kinderprogramme, hat er erzählt. Und er kann ja auch, er hat uns ja vorher schon gesagt, dass er auch bereit wäre, etwas aus seinem Programm zu zeigen. Und ich freue mich schon die ganze Woche darauf, ja, dass er uns das zeigt. Und ich möchte gerne, dass du mir das Gefühl gibst, dass ich wieder Kind sein kann. Und dazu möchte ich dich um Folgendes bitten. Wir werden jetzt dann einen Jingle anwerfen. Und dieser Jingle, der dauert ungefähr 7 Sekunden. Wir haben eine kleine Kulisse aufgebaut, die man jetzt momentan noch nicht sehen kann. Geht das, dass du es schaffst, innerhalb von 7 Sekunden mit deinem Raumanzug in diese Kulisse zu hüpfen, die jetzt 4 Stockwerke hoch und... Nein, Spaß. Also die ist gleich in der Nähe. Beam me up, Scotty. Ja, also kannst du dich darüber beamen? Okay. Ja. Dann werde ich die Live-Performance-Jingle-Musik starten und wenn du bitte ganz schnell rüberhüpfst. Okay, Moment, also. Yofiguru proudly presents die Yofiguru Live-Performance heute mit Astronaut Peter Ghost. Hallo, liebe Kinder. Ich finde es ja toll, dass ihr heute eingeschaltet habt und mir zuschaut. Leider haben wir nur 5 Minuten Zeit. Deswegen kann ich euch nur ein kleines bisschen erzählen von Benny. Das ist Benny. Benny ist ein Knuddelmonster. Ein ganz liebes Monster, das keine Kinder erschrecken will, sondern gerne mit denen knuddelt. Aber Benny ist auch ein totaler Raumfahrt-Fan. Der hat nämlich schon den Mars gesehen, also durchs Fernrohr. Ja, und er weiß auch, dass die Menschen mit Raketen immer ins Weltall fliegen. Und dann dachte er sich, Mensch, da will ich auch mal hin. Ja, und dann ist er nach Amerika geflogen und kam dort an, genau an dem Tag, als ich mit meiner Rakete starten wollte. Und ich hatte nämlich an dem Tag großes Pech. Mein Pilot, den ich ja brauche, damit er die Rakete steuert, der hat am Abend vor dem Start ganz viel Vanillepudding gegessen. Und was passiert, wenn man zu viel Vanillepudding isst? Genau. Man kriegt Bauchweh. Und mit Bauchweh ist man krank. Und wer krank ist, darf keine Rakete fliegen. Da musste der Flug doch ausfallen. Ah, aber da kam Benny. Ich saß da gerade so ganz traurig auf der Erde und hab geweint. Kam Benny an. Sag mal, du bist doch ein Astronaut. Warum weinst du? Wenn ich Astronaut wäre, würde ich mich freuen. Sag ich zu Benny. Weißt du, ich wollte heute mit dieser großen Rakete starten und mein Pilot hat so viel Vanillepudding gegessen und nun muss der Flug ausfallen. Sagt Benny zu mir, sehen wir dich hier seht ihr übrigens auch einen Groß, nochmal den Benny. Ja, genau, da. Sagt er zu mir, du, das Problem mit Vanillepudding kenne ich auch, kann mir aber nicht passieren. Ich esse bloß Schokoladenpudding.
Aber mit viel Vanillensoße und mit Gummibärchen. Ja, und wenn du willst, dann starte ich mit dir und steuere deine Rakete. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich habe ja bloß 5 Minuten. So viel, wie du willst. Okay, ich kann es auch länger machen, das Programm. Ah, und da musste ich dann erstmal bei der Bodenkontrolle fragen, ob das überhaupt geht. Und die Bodenkontrolle hat überlegt und sagt, Knuddelmonster-Pilot hatten wir noch nicht, steht in keinem Handbuch drin. Haben Sie beim Präsidenten gefragt? Präsident, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Rakete, Knuddelmonster, also das Projekt, das war so teuer. Wenn wir das jetzt nicht machen, ist das ganze Geld umsonst rausgeschmissen. Nein, ihr kriegt meine Genehmigung, ihr dürft das Knuddelmonster als Pilot einsetzen. Bekam Benny auch einen Anzug an, so einen Raumanzug, genau wie ich, ja. Hier, so sah er dann aus, so, genau. Und das war, als er im Taxi saß und du machst hier schon wieder die falschen Bilder. Ja, die kommen so aus der Schleife raus. Ja, die sind in der Retorte. bin ich dann mit ihm in die Rakete gekrabbelt und wollte ihm erklären, wie die Rakete zu steuern ist. Und plötzlich sagt er zu mir, ey, Peter Ghost, muss jemand hier erklären. Ich kenne mich aus. Sieht genauso aus wie bei meinen Computerspielen. Also, wenn ihr auch Computerspiele spielt, immer schön fleißig, könnt ihr irgendwann Astronaut werden. Merkt euch das. Und wenn eure Eltern sagen, ihr sollt weg von der Konsole, nein, ihr müsst Astronaut werden. Sagt der Peter Ghost, hat das euch erlaubt. Und dann sind wir gestartet. Und dann, was passiert in den letzten 10 Sekunden vor einem Start? Wisst ihr das? Countdown. Der Countdown, richtig. Und mal sehen, ob man das mit den Leuten hier, mit dem Jofi und mit den anderen hier im Studio, ob wir mal gemeinsam einen Countdown zählen können, ob wir das hinkriegen. Über das Mikrofon eingeblendet, ich weiß es nicht. Wir probieren das jetzt einfach mal gemeinsam. Also, ihr macht mit. Bei welcher Zahl? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, und dann ist die Rakete gestartet mit mir. Und ich war ja so froh, dass der Flug doch noch stattfinden konnte. Und Benny war froh, dass er zum Mars fliegen konnte mit mir. Und dass er nun der erste Knuddelmonster-Astronaut war. Und er hat dann gleich den Begriff geprägt. Er ist kein Knuddelmonster-Astronaut, sondern er ist ein Monsternaut. Und weil er sich diesen Begriff so ausgedacht hat und weil er so fleißig war bei dem Flug, hatte ich mir überlegt, Mensch, jetzt musst du das irgendwie ein bisschen würdigen. Und dann habe ich meine Gitarre, die ich in der Rakete auch mit hatte, ja, nicht bloß Chris Hadfield hat seine Gitarre mit, ich auch, habe ich dann ein Lied geschrieben für Benny und für den Flug zum Mars. Und das singe ich euch jetzt mal vor. Normalerweise müsstet ihr mitsingen. Aber wenn er mich dann mal zu euch einladet, dann können wir das auch so mit ihm mitsingen machen. Ja. Ja, so. Voll geil. Benny, dich setze ich jetzt mal hier hin. So. Okay. Dann probieren wir das mal. Mie, mie, mie. Leicht verstimmt. Wer ist unser großer Held? Benny, Benny. Wen kennt schon die ganze Welt? Benny, Benny. Wer knuddelt gern mit jedem Kind? Benny, Benny. Wer ist gern dort, wo Kinder sind? Benny, Benny. Doch jetzt hat unser Benny sich was Tolles ausgedacht. Und zu einem Weltraumflug bis zu den Sternen aufgemacht. Benny, unser Knuddelmonster, ist auf dem Weg zum Mars. Mit Apollo 22 fliegt er bis zum Mars. Er reist zu den Sternen und besucht den Mann im Mond. Wird uns dann erzählen, ob die Reise sich gelohnt, sich gelohnt. Wer ist der erste Monsternaut? Ihr könnt Benny, uns mal vor der Benny. Kamera, könnt ihr mitziehen. Oh, ja, genau, wir machen das jetzt mal. Ihr müsst jetzt immer mit einstimmen. Ja, warte also noch, bis der Countdown zu Ende ist und beginn dann nochmal mit dem, was du jetzt singen wolltest. Ah, der Countdown. 2, 1, 0. Jetzt geht's los. Und jetzt... Die Rakete. Soll ich nochmal von vorne anfangen mit dem Lied? Ja, sing nochmal von vorne. Ja. Wer ist unser großer Held? Alle! Benny, Benny, Benny. Wen kennt schon die ganze Welt?
Benny, Benny. Wer knuddelt gern mit jedem Kind? Benny, Benny. Wer isst gern dort, wo Kinder sind? Benny, Benny. Doch jetzt hat unser Benny sich was Tolles ausgedacht. Und zu einem Weltraumflug bist du den Sternen aufgemacht. Und immer weiter nicht Luft holen, ja? Luft holen ist was für Feiglinge. Benny, unser Knuddelmonster, ist auf dem Weg zum Mars. Mit Apollo 22 fliegt er bis zum Mars. Er reist zu den Sternen und besucht den Mann im Mond. Wird uns dann erzählen, ob die Reise sich gelohnt. Sich gelohnt. Gut. Kommen wir jetzt zur zweiten Katastrophe, zur zweiten Strophe natürlich. Wer ist der erste Monsternaut? Benny, Benny. Ist mit den Sternen gut vertraut. Benny, Benny. Schwebt schwerelos im Weltenraum. Benny, Benny. Erfüllt sich seinen großen Traum. Benny, Benny. Doch irgendwann kommt Benny hier ins FS1-Studio zurück. Dann knuddelt er auch den Jofi. Und das ist ein großes Glück. Macht mal, macht mal, macht mal. Und nicht aufhören. Denkt dran, Luft holen ist was für Weicheier. Benny, unser Knuddelmonster, ist auf dem Weg zum Mars. Mit Apollo 22 fliegt er bis zum Mars. Er reist zu den Sternen und besucht den Mann im Mond. Wird uns, da musst du auch klatschen. Ach so. Er reist zu den Sternen und besucht den Mann im Mond. Wird uns dann erzählen, ob die Reise sich gelohnt. Sich gelohnt. Na also, wunderbar. Ich würde sagen, mit euch nehme ich meine nächste CD auf. Ja, voll gerne. Wir brauchen bloß einen Sponsor, der sie bezahlt. Aber ansonsten kriegen wir das hin. Ja, das, Moment. Jetzt fühl dich mit Milliarden Applausen applaudiert. Ja, unserer zählt jetzt wahnsinnig viel. Und bevor du dich wieder zu uns hinsetzt, muss ich die Abmoderation machen. Das war die Jofiguro Live-Performance. Heute mit Astronaut Peter Goos. Ja, ich danke dir für diese absolut wunderbare Live-Performance. Ich muss ganz sagen, das war bestimmt die schönste, die wir bisher hatten. Und wir hatten schon ein paar. Das sagst du zu jedem, sei ehrlich. Nein, das stimmt nicht. Das habe ich noch nie gesagt. Wir hatten erst zwei. Das war die zweite. Okay. Die andere war auch schön, aber auf eine andere Art. Die war sehr, 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 sehr ernst. Ich danke dir, dass du mir das Gefühl gegeben hast, nochmal Kind zu sein. Das war wunderschön. Warte mal. Ich hab da noch was. Wenn du so gerne Kind sein willst. Ja. Ich habe hier, jetzt machen wir überhaupt keine Reklame, ja, ich habe hier noch so ein Arbeitsheft, ja, und dieses Arbeitsheft, da sind zum Beispiel, guck mal, da sind Ausmalbilder drin. Ein Malbuch. Ja, nein, nicht bloß Malbücher, sind auch Aufgaben drin, Lückentexte, Sachtexte, da ist auch ein Gitterrätsel, ne, zwei Gitterrätsel sind drin. Welches sprachliche Niveau wird da drinnen verwendet? Welches was? Welches sprachliche Niveau, weil ich mache ja auch Deutschkurse für Grundschule, ich sage mal, erste bis vierte Klasse ungefähr. Darf ich mal sehen? Nee, das wollte ich dir gerade schenken. Ah ja, danke, ich nehme es gerne. Ja, genau. Ich nehme es sehr gerne. Mein Weltraum-Arbeitsheft. Werde ich dann Astronaut? Guck mal auf der letzten Umschlagseite innen. Guck mal auf der letzten Umschlagseite innen. Die zeige ich jetzt aber nicht. Nein, aber guck mal. Ach. Wir wollen jetzt nicht verraten, dass... Nein, ich kann das wirklich nicht sagen. Also hier gibt es eine Urkunde, okay. Ja. Und die besagt, dass der entsprechende Teilnehmer, das entsprechende Kind, den Kurs Astronautik erfolgreich abgeschlossen hat und sich jetzt ausgebildeter Kinderastronaut nennen kann. Sensationell, ich schreibe das in meinen Lebenslauf hinein. Ich sag's dir. Boah, ist das cool. Ich danke dir. Bitte, vielen, bitte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Du hast ja beim Sender OK, wo ist der genau? Also OK, OK werden oder die, OK. Werden die ausgesprochen. Es gibt in Deutschland in verschiedenen offene Kanäle, das ist sowas wie hier der freie Sender. Mhm. Und ich war dort in Wernigerode ja. Und hatte dort also auch dieses Programm
vor Kindern aufgeführt zum Kindertag am 1. Juni. Ich weiß nicht, ob man den in Österreich auch am 1. Juni begeht oder nur den im September, den Weltkindertag. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich, wie soll ich sagen, freies Fernsehen mache und auch Fernsehen mache und auch Filme mache, weiß ich nicht mehr, wann die Feiertage sind. Ja, das ist ja kein Feiertag, leider, obwohl es eigentlich Feiertag sein müsste. Oder die speziellen Tage, ich sag's mal so, ich habe irgendwie das große Problem. Der internationale Kindertag am 1. Juni, das ist so noch aus DDR-Zeiten ein Überbleibsel. Ah. Und im Westen, also in den alten Bundesländern, wurde der immer irgendwann als Weltkindertag irgendwann im September begangen. Und seit der Vereinigung ist zumindest in den neuen Bundesländern so, dass wir also zwei Kindertage feiern, einmal am 1. Wie heißt der Tag nochmal genau? Also der 1. Juni ist bei uns der internationale Tag des Kindes. Und dann gibt es noch den Weltkindertag irgendwann im September. Keine Schauen Ahnung. Wir mal, Dienstag 20, Google sagt uns gerade Dienstag 20. Nee. November. Nö. Kindertag 2018. Und was, nee. Internationaler Tag des Kindes. Ja, und das ist eigentlich 1. Juni. Ist ja schon, ach so, schon immer 1. Juni. Tante Wikipedia sagt was anderes. Tante Wikipedia sagt... Lügenpresse! Nee, also Tante Wikipedia sagt 1. Juni. Das wolltest du 1. ja... 1. Juni. Juni ja. Steht da. 1. Juni, genau, da ist Kindertag. Genau, also das ist das, was Tante Wikipedia jetzt sagt. Ich habe mir gedacht, wir googeln jetzt, weil dann... Wo steht's denn? Moment, hier. 1. Juni. Wird am 1. Juni der internationale Kindertag begangen. Ja. Achso, das kann man ja gar nicht sehen. Ach, siehst du, und in Österreich ist es der 20. September. Jetzt wissen wir das auch. Ich mache es nur mal ganz kurz groß, damit die Zuseher und Zuseherinnen das auch was haben davon. Also hier haben wir den 1. Juni, da steht das und da steht das mit dem 20. September. Und jetzt wissen wir das. Es tut mir leid, ich wollte es nur einfach nur ganz kurz wissen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Setz bitte fort. Ach, ja, du sagst ja mal, ich soll fortsetzen, nachdem du ja. mich total aus dem Konzept gebracht ja, hast. Ja, das ist Absicht. Das gehört zu dieser Sendung. Ich weiß. Also wir waren beim offenen Kanal Wernigerode und wie gesagt, die hat mich halt anlässlich des Kindertages eingeladen, hatten dort auch ein paar Kindergruppen eingeladen und haben dann halt eine meiner Aufführungen dann auch dort aufgezeichnet, ist auch bei YouTube zu finden, so quasi mal als kleines Geschmacksmuster eines meiner Auftritte. Ist ungefähr genauso schräg wie der Auftritt, den wir hier gerade machen. Aber genauso muss das ja eigentlich sein. Ja, das sind offene Kanäle, das muss es sein. Man muss auch auf die Kinder eingehen können. Man weiß nie, wie die Kinder gerade reagieren, wie sie drauf sind. Mhm. Es gibt Programme oder es gibt Publikum, da sitze ich. Nee, Quatsch, da stehe ich und die Kinder sitzen und unterhalte uns mal. Ja. Das ist dann verdammt schwierig. Und es gibt auch Programme, da stehen die Kinder voll im Stoff. Da werden im Anschluss, hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, da werden im Anschluss Fragen gestellt, die es in sich haben. Die wollen es dann also wirklich wissen. Da kommen dann eben so eine Fragen, man muss sich mal vorstellen, ja? Die sagen dann, wenn man also mit einer Rakete von der Erde startet und dann auf dem Mond landet, ja, wenn jetzt hier der Mond ist, ja, dann stupst ja die Rakete eigentlich mit der Spitze auf den Mond. Wie kann die Rakete wieder zurückfliegen? So, und nun erklär das mal den Kindern. Wie machst du das dann? Na, ganz einfach. Ich habe den Kindern gesagt, dass man also nicht direkt auf den Mond fliegt, sondern ich habe dann ein Kind auch genommen, habe gesagt, du bist jetzt der Mond, ich bin die Rakete. Streck mal deinen Arm aus, das ist die Mondanziehungskraft, die Gravitation. So, und dann fängt mich die Gravitation, also deine Anziehungskraft fängt mich erstmal ein. Dann habe ich den Arm genommen, habe mich erstmal ein paar Mal im Kreis gedreht. Habe gesagt, so, und jetzt kann ich mich auch rumdrehen, kann der Bremstriebwerk zünden und kann dann mit dem Heck entsprechend landen. Ja, also solche Sachen genauso, wie funktioniert eine Sonnenfinsternis, eine Mondfinsternis, geht genauso. Am besten, wenn man da also ein paar Kinder nimmt, du bist die Sonne, du bist der Mond, du bist die Erde. Stellt euch mal so hin, könnt ihr jetzt sehen. Bekommen die Taschenlampen in die Hand? Nee, die bekommen... Um den Schatten einander zu verdecken? Nee, nein, es geht einfach bloß darum, wenn also das Kind Erde neben dem Kind Mond und dem Kind Sonne steht, ja, dass ich dann sage, okay, siehst du jetzt noch das Kind Sonne? Nein. Okay, dann haben wir jetzt eine Sonnenfinsternis. Super. Ja, das ist sehr subtil, ich finde das schön. Dejan, was sehr macht dir Subtiles in der Sendung? Subtiles. Ach. Was machen wir Subtiles in der Sendung? Ja, am besten nachschauen, was wir machen. Ja, jetzt komm, du machst ja Regie, habe ich gelesen. Ja, genau. Und gehört habe ich es auch schon. Jetzt kommt schon, was macht man da? Was sind so die, kann man bei euch was lernen?
Wir machen es ja schon so, dass wir auch wirklich Themen hervorbringen und ja. Wirklich Themen im Monolog, ja, der ist immer am Anfang der Sendung, da redet er nur über Themen, ja, über gewisse Themen macht er sich lustig, über andere sagt er wirklich seine eigene Meinung. Es ist immer ganz verschieden. Klar, man kann durchaus hin und wieder mal auch was lernen, aber es ist eher mehr zur Unterhaltung da. Mhm. Und die Unterhaltung an sich entsteht dann beim Zuseher wie die Grenzen im Kopf, von denen wir vorher gesprochen haben? Ja. Na, ein bisschen pre-geframed wird die Unterhaltung schon sein. Also überlasst nichts dem Zufall, nehme ich an, oder? Wir überlassen also, nichts dem Zufall. Wir planen das Ganze, aber wir planen nicht. Also es gibt kein Skript, ja. Das ist, mhm. das muss also das nicht. Ich dachte, es gibt ein Skript. Nein, es gibt kein Skript. Das ist wirklich alles, was passiert, passiert. Ja, es ist so ein. Mhm. Wir schreiben da kein Drehbuch. Ich sage ihm nichts ein ins Ohr. Er macht das selber. Bei der Politrunde. Das Einzige, was ich ihm damals gesagt habe, ist, nicht zu sehr auf eine politische Seite gehen. Ja, nicht zu sehr. Das ist das Einzige, was ich ihm sage. Weil er muss ja durchaus neutral bleiben. Ja. Mhm. Aber jetzt irgendwas reinsagen, tue ich nicht, ja. Ja. Höchstens, wenn er zu laut redet, zu leise redet. Aha, dann gibt es diese Tipps. Wir haben ja in dem Einspiel auch gesehen, dass ihm manchmal nicht bewusst ist, dass er jetzt gerade gefilmt wird. Ja. Ja. Und wie viel entsteht da zufällig? Es ist doch... Skript gibt es keins, hast du gesagt. Aber das heißt nicht, dass was zufällig entsteht. Also doch, das schon. Es ist Zufall. Es ist Zufall zum Beispiel. Ich erschrecke gerne Personen. Leute, ich erschrecke gerne Leute. Und ja. Ich habe ihn in der ersten Sendung erschreckt und das war überhaupt nicht geplant. Das war einfach nur, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da genau war. Ich weiß nur, dass ich habe irgendwas geschrien. Dann hat eine Kamerafrau gesagt, was ist los? Als wir die Sendung, alle haben geglaubt, die Sendung ist abgebrochen worden. Mhm. Dann habe ich einfach die Chance ausgenutzt und habe ihn verarscht. Ah, okay. Es läuft nichts auf dem Skript. Ich finde das so lustig, weil das, was du jetzt gerade erzählst, das passierte bei uns auch manches Mal, aber jetzt nicht im Sinne von bösartiger Verarsche oder so, sondern das heißt so. Herzlich willkommen zur zweiten Yofiguru Live Performance, heute mit Pork. Ja, hört genau zu. Pock weiß alles, Pock weiß nichts. Pock ist jeder, Pock ist niemand. Pock ist ein Arschloch, Pock ist das Liebste der Welt. Hallo Pock. Pock weiß alles, Pock weiß nichts. Pock ist jeder, Pock ist niemand. Hallo Pock. Hallo Pock. Sollen wir Pock sein? Keine Ahnung. Also, ich stehe gerade auf meinem Luftschlauch. Pock steht auf seinem Luftschlauch. Also, ich weiß jetzt nicht, worauf du genau. Wenn Pock die Wahrheit ist, wer seid ihr? Wenn du jetzt so mit Wahrheit anfängst, dann fällt mir sofort ein Lied ein, ein christliches. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, aber da geht es mir um Gott. Aber Pock ist nicht Gott, denke ich mal. Na, Pock ist jeder, Pock ist niemand. Pock ist alles nichts. Tja. Da wird jetzt hier irgendwie. Das ist jetzt irgendeine Frage, wo man denken muss. Mensch, ich bin Astronaut, ich kann noch nicht denken. Kinder sind auch Pock. Alle sind Pock, niemand ist Pock. Wir sind Pock. Du bist Pock, ich bin Pock. Alle. Alle. Und niemand. Und niemand. Das Universum ist Pock. Und auch? Auch? Pock ist alles. Pock ist nichts. Pock ist jeder. Pock ist niemand. Ich wünsche euch was. Can I?
als